überstreckst mich, du schleichst rein. Ich hätte runterfallen können. Normalerweise komme ich nicht. Einfach der Arbeit nach Hause und finde dich auf einer Leiter. Etwas ungewöhnlich. Ja, öfter mal was Neues. Ich rufe die Feuerwehr. Ich stehe bloß auf einer Leiter. Aber der lange Weg zurück. Ja, sei nicht albern, Liebling. Ach, du weißt genau, in diesem Haus braucht man schon einen... braucht man schon über die Teppichfranzen zu stolpern und schon bricht man sich das Genick. Oh! Oh, Vorsicht! Oh, puh. Alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Das fällt mir gerade noch. Ich komme hier nach Hause und finde meine Frau tot im Garten. Ja, noch bin ich ja nicht tot. Noch bist du auch nicht unten. Was zum Teufel machst du da oben? Fenster putzen? Warum? Ja, weil die Aussicht vom Schlafzimmerfenster in den Garten zu dieser Jahreszeit so besonders schön aussieht. Wäre es nicht besser, wir würden dafür einen Fensterputzer besorgen? Naja. Oh nein, sag bloß dem Fensterputzer, ist etwas passiert. Der kommt nicht. Warum nicht? Na, er muss wohl gehört haben, was dem anderen zugestoßen ist. Oh nein. Oh ja. So, ich glaube, ich komme jetzt mal wieder. Na, warte, ich helfe. Ein paar Stufen. Sprossen? Sprossen bei Leitern, Stufen bei Treppen. Ja. Tada! Du hast es geschafft. Jetzt tu mal nicht so, als ob ich ein Sherpa bin, der vom Mount Everest zurückkommt. In diesem Haus brauchen wir ja schon einen Sicherheitsgurt, wenn man aufs Klo geht. Das weißt du doch. Ich helfe dir mal. Wer hat das denn herausgefunden? Wer? Na ja, der neue Fensterputzer über den alten. Naja, du kannst ja wohl nicht erwarten, dass deine Frau es verschweigt. Ich meine, wenn deine bessere Hälfte von der Leiter fallen würde und sich das Genick brechen würde, dann wirst du es ja wohl auch erwähnen, oder? Ja, trotzdem ist das unfair. Er war der einzige Fensterputzer, der bei uns ums Leben gekommen ist. Der einzige. Das bringt uns noch lange nicht ins Guinness-Buch der Rekorde. Ja, das stimmt. Wenn du die anderen nicht mitzählst... Aber übrigens, Silvia und Georg haben angerufen. Sie wollten morgen zum Abendessen kommen. Ja? Ja, sie haben abgesagt. Wieso? Ah, sie finden irgendwie keinen Babysitter. Wofür brauchen die da einen Babysitter? Die haben doch nur eine Tochter. Und die arbeitet im Außenministerium. Oh, ja. Dann war das wohl eine Ausrede. Oh nee, du glaubst doch nicht, weil das... Nein. Das können die uns nicht antun. Ich glaube, Sie haben von der unglücklichen Verkettung der Ereignisse vielleicht was gehört. Ja. Vielleicht schockt es den einen oder anderen. Hast du es denn Silvia gegenüber irgendwie mal erwähnt? Ja, vielleicht habe ich ja ein oder zwei erwähnt. Ah, da haben wir es. Da haben wir den Salat. Deswegen kommen wir nicht zum Essen. Womöglich denkt Silvia, in unserem Haus gehe es irgendwie unfallträchtig zu. Vielleicht denkt sie, ihr Georg könnte auf einen Avocadokern ausrutschen oder so. Wieso? Ich nehme doch die Kerne immer raus. Wie viele sind das bis jetzt? Fünf? Sechs. Mein Gott, sechs. Also langsam wird das lästig. Ja, aber reg dich nicht auf, das kann jedem passieren. Und außerdem hat es ja auch noch keinen unserer Freunde erwischt. Das ist ein Trost. Sechs, mein Gott. Ach übrigens, Karl kommt wahrscheinlich übers Wochenende. Das wird auch langsam zur Gewohnheit. Du kannst ihn nicht leiden, oder? Nein, ich kann mir nur nicht vorstellen, wie die sich gefunden haben. Das weißt du doch genau, der war ihr Brieffreund. Brieffreund? Der kommt aus Vögelsen. Ja und? Was hat das damit zu tun? Andere Väter-Töchter haben Brieffreunde aus Bogota oder den Seychellen. Meine angelt sich ein aus Vögelsen. Ja, ach, Linda war noch nie gut in Erdkunde. Was? Oh. Ja, sie dachte, Vögelsen liegt auf den Seychellen. Ja, wo auch immer. Wenn er ein Brieffreund ist, wieso verbringt er denn die Wochenenden immer bei uns? Brieffreunde sollen schreiben und nicht bleiben. Ja, am Wochenende, da ruht er sich eben auch ganz gerne mal aus. Hier immer bei uns? Ja, er sucht ein Haus im Wendland. Zusammen mit vier Freunden. Ah, eine Kommune. So ist das heute. Heißt das,
Heißt das, Linda soll da mit ihm zusammen wohnen und mit ihm dann leben? Ja, das wird er uns sicherlich erzählen. Aber ich hoffe nicht. Andernfalls falle ich über die Avocados. Dann möchtest du auch was trinken? Ach, nein, danke. Ich muss mich jetzt wirklich gleich ums Abendessen kümmern. Ach du lieber Himmel! Da klettert ein Mann auf der Leiter. Ja, das ist der Fensterputzer. Der hat sich's anders überlegt. Nein, das ist Karl. Hallo, Karl! Was machst du da oben? Hallo, das ist ja ein wunderschöner Blick von hier auf den Garten. Man kann ja alles überblicken. Ich glaube, ich war noch nie auf einer Leiter. Schön ruhig, Karl. Wir wollen ja nicht, dass du runterfällst. Nicht wahr, Liebling? Wir wollen doch nicht, dass er runterfällt. Nein, das wollen wir nicht. Ich liebe Leitern. Dann geh zur Feuerwehr. Also ich glaube, Karl, du kommst jetzt mal lieber wieder runter. Es ist gefährlich und es passiert doch sowieso schon genug. Okay. Vor allen Dingen in diesem Haus. Ja. Immer schön langsam. Stufe für Stufe. Sprossen! Sprossen bei Leitern, Stufen bei Treppen. Das ist ja toll. Ein wunderbarer Blick. Sie sollten es wirklich mal ausprobieren. Sie war schon. Ach, Sie sind da raufgeklettert? Ja, der Fensterputzer kommt nicht mehr. Ist das seine Leiter? Nein, das ist die Leiter gehört uns. Das ist ja das Dilemma. Wir haben eine Leiter, aber kein Fensterputzer. Aber egal, du bleibst wieder übers Wochenende? Gerade dieses Wochenende wäre ich wirklich... Gerade dieses Wochenende wäre ich wirklich sehr gerne bei Ihnen. Ich habe etwas mit Ihnen zu besprechen. Gibt es Neuigkeiten? Ja, ich habe ein Haus gefunden. Oh, das ist ja wunderbar, Karl. Hast du gehört? Er hat ein Haus gefunden. Zusammen mit Freunden sogar. Es ist natürlich noch einiges zu tun. Also ein paar der Wände sind ein bisschen marode, müssen ausgebessert werden. Sie wissen ja, wie das ist. Wissen wir das? Ja, also ein paar der Rohrleitungen lassen noch ein bisschen zu wünschen übrig. Aber... Peter kennt sich mit sowas aus. Außerdem müsste das ganze Ding mal irgendwie gestrichen werden. Da wirst du so manch Wochenende dranhängen müssen, was? Ja, Ich freue mich, das sind gute Neuigkeiten. Ja. Ich freue mich sehr. Ja, ich auch. Und das wolltest du uns erzählen? Ja. Nee, also nicht direkt. Noch was? Es geht um Linda. Um Linda? Ja. Hast du heute Abend Avocados? Dann werde ich euch mal allein lassen, damit ihr so von Mann zu Mann... Nee, du bleibst schön hier. Wenn er uns etwas von Linda erzählen will, dann kann er damit auch bis nach dem Essen warten, nicht so auf leeren Magen. Ja, dann gehe ich mich mal frisch machen. Wir sehen uns dann später. Ja, das ist anzunehmen. Ja. Noch herzlichen Glückwunsch, Karl. Was? Wozu? Zum Haus. Haus? Haus. Ja, danke. Bis später. Also, du machst es ihm wirklich nicht leicht. Nein. Wenn er mit meiner Tochter in ein abbruchreifes Haus ohne Fliesenwasser ziehen möchte, dann mache ich ihm das natürlich so schwer wie möglich. Du rätst nie, wer heute angerufen hat. Nein? Die Pastorin. Das hätte ich nie erraten. Was wollte sie? Ja, sie will zum Tee beikommen. Zu uns? Warum denn ausgerechnet zu uns? Sie ist neu hier. Das ist doch keine Entschuldigung. Ja, sie will halt ihre Schäfchen kennenlernen. Ach, so eine ganz übereifrige. Oh, den müssen wir gleich am Ende bereiten. Ach du lieber Himmel. Meinst du, sie hat davon gehört, was dem letzten Fensterputzer zugestoßen ist, dass er das Haus nicht mehr lebend verließ? Meinst du, sie will darüber mit uns sprechen? Über den Fensterputzer? Ja. Naja, wenn sie wüsste, was dem Fensterputzer zugestoßen ist, dann würde sie doch nicht kommen. So riskant war sie. Ja, sicher. Sei unbesorgt, eine Pastorin ist bei uns noch nie ums Leben gekommen. Und damit wollen wir auch nicht erst anfangen. Obwohl eine Pastorin zum 5-Uhr-Tee? Oh, da könnte so einiges passieren. Sehr riskant für Sie. Für uns?
Bei unserem Glück wissen wir nachher nicht, wohin damit. Ach, jammer, schade, dass sie sich so aufgedrängt hat. Naja, irgendwann hätten wir es ja tun müssen. Ja. Ach, du hast recht. Da müssen wir wohl durch. Aber wenn es hart auf hart kommt, müssen wir dafür sorgen, dass niemand etwas rauskriegt. Mhm. Ja? Dieses Dorf hängt an ihren Pastoren wie die Glocke an der Kirche. Wenn die zu uns kommen, bei uns ins Gras beißt, dann sind wir unten durch. Ja, wir müssen eben vorsichtig sein, Liebling. Weißt du was, ich rufe sie an und lade sie zum Tee ein. So, und jetzt muss ich mich, glaube ich, wirklich mal ums Abendessen kümmern. Alles sauber, Karl? Verzeihung. Hm? Ich habe meine... Was? Sachen vergessen. Ach so. Oh, das macht nichts. Es dauert bestimmt noch Stunden bis zum Essen. Ja. Willst du auch was trinken? Du siehst aus, als könntest du einen gebrauchen. Ich, Was? Trinke nicht. Was? Apfelsaft. Was? Trinke ich. Sollte mich wundern, wenn wir sowas haben. Ich, ich muss etwas gestehen. Ja, ja, ich weiß, das Haus. Nein, das nicht. Ich bin noch nicht zum Duschen gekommen. Ah, keine Panik. Ja, ich habe meine Tasche vergessen, die wollte ich holen. Ja und? Ich stand einen Moment im Wohnzimmer. Wieso das denn? Wir haben doch ein Sofa. Die Sache ist die, ich habe gehört, was Sie über die Pastorin gesagt haben. Ach so, ja, die will zum Tee kommen. Ja, aber hier wird doch nichts geschehen, oder? Na, das hängt davon ab. Von was denn? Ja, ob sie Glück hat oder nicht. Ja, und wenn nicht? Hat sie Pech gehabt. Oh mein Gott. Ja, aber vielleicht passiert ja gar nichts. Geht es dir nicht gut, Karl? Ich weiß nicht. Er stand im Wohnzimmer und hat gelauscht, worüber wir geplaudert haben. Ach, worüber? Über die Pastoren. Ach so, also das war ja wirklich ein privates Gespräch, Karl. Das ging dich nichts an. Und außerdem reg dich nicht auf. Vielleicht passiert ja gar nichts. Sie verstehen nicht. Ich habe gehört, was Sie beide vorhaben. Sie soll in diesem Haus sterben. Also du kannst uns ja nun wirklich nicht dafür verantwortlich machen, wenn der Pastorin hier was passiert. Mein Gott, Sie wollen sie umbringen? Nicht unbedingt. Es trifft ja nicht jeden, der uns besucht. Sonst bekämen wir ja auch nie eine Britzrunde zusammen. Oh mein Gott. Aber vielleicht passiert ja auch gar nichts. Und verstehst du, wir sind auch jedes Mal sehr besorgt, wenn sowas passiert. Das kannst du uns glauben. Sie wollen doch nicht sagen, dass so etwas schon mal passiert ist? Oh, wie das Leben so spielt. Doch. Oft? Es geht. Wie oft? Ja, wenn du es unbedingt wissen willst, 6-mal. 6-mal? Ja, verstehst du nun, warum wir nicht wollen, dass es irgendjemand erfährt? Ja, allerdings. Ja, wir haben schon mal drüber nachgedacht, ein neues Haus zu kaufen, nochmal ganz von vorne anzufangen. Wie bitte? Ja, dass wir vielleicht dann ein bisschen mehr Glück hätten. Also, bis jetzt scheinen Sie schon genug Glück gehabt zu haben. Wie meinst du das? Na, bis jetzt ist Ihnen ja noch nichts passiert. Eigentlich müssten Sie doch hinter Gittern sitzen. Hinter Gittern? Ja, im Gefängnis. Gefängnis? Ja. Also jetzt brauche ich noch ein Whisky. Also wirklich, Karl, jetzt reg dich mal nicht so auf. Das kann ja wohl jedem passieren. Was? Witzbold, wieso denkt ihr denn, ich muss hinter Schloss und Riegel? Vielleicht vom Aussehen? Sehr komisch. Wer waren die? Die? Na, die 6. Ach so. Ja. Also der erste, das war so ein kleiner, der das Gas abblas. Wie ist er noch gleich, Liebling? Ben Fortuna. Wirklich? Ja, Ben Fortuna. Ben Fortuna, also das gibt's doch nicht. Ja, und wie ist es passiert? Ja, also der Gaszähler. Der ist unten im Keller, die steile Steintreppe hinab. Aha. Ja, ein paar Stufen sind wirklich sehr schlimm. Ich habe ihn immer gewarnt, aber er wollte nicht auf mich hören. Ja, und dann muss es wohl neulich irgendwie etwas glatt gewesen sein. Ja, und Herr Fortuna?
hatte kein Fortune. Er ist ausgerutscht. Ja, da muss mir ein Rennbob die Treppe runtergefegt sein. Und was hat man unternommen? Ja, nichts. Wir warten immer noch auf die Gasrechnung. Oh Gott. Ja, und dann kam der Fensterputzer. Und fiel von seiner Leiter. Woher weißt du das? Das habe ich jetzt geraten. Ja, ein paar Stufen waren wirklich sehr wackelig. Sprossen? Was? Sprossen mal Leitern, Stufen mal Treppen. Oh mein Gott, ich glaube, ich brauche jetzt auch was zu trinken. Da haben wir Apfelsaft? Nein, was Hartes. Ich mache dir ein Biskuit. Sie nehmen das hier auch irgendwie alles so ganz gelassen. Ja, scheint ja, als ob wir es nicht ändern können. Hier, besser als Apfelsaft. Oh, danke. Stimmt was nicht? Ich weiß, also, ich möchte. Wen immer? Sehr gut. Ja? Ja, danke. Ja, wir haben schon überlegt, ob wir vielleicht. Oh, hallo Schatz! Papi! Weißt du, dass draußen am Haus eine Leiter ist? Ja, wir haben versucht, einen vorbeifahrenden Fensterputzer anzulocken. Wie war's im Büro? Oh, mir reicht's! Herr Natschalnik fängt jedes Mal kurz vor Feierabend an, Briefe zu diktieren. Ich könnte ihn umbringen! Oh, bloß nicht! Wir haben schon genug Probleme. Ach, er schläft? Er denkt. Kalli? Ach, hallo Mami. Ach, hallo Schatz. Kalli. Oh, hallo Linda. Hast du was getrunken? Nein, danke, ich hab schon. Aber es ist leer. Ja, stimmt. Willst du noch ein? Ja, und ob. Ich mach schon. Nein, der nicht. Wieso? Er weiß am besten, wie man das macht. Er hat die meiste Übung. Naja. Liebling, ein Sherry? Ja, bitte. Gehen wir in den Garten? Wieso? Ist was passiert? Nichts ist passiert. Ein schöner lauer Abend. Wir nehmen unsere Gläser mit. Ist das nicht romantisch? Ja. Der erste für dich? Danke, Papi. Und der. Der letzte für dich. Voll mal. Alles gut? Keine Ursache. Ich wollte schon immer mal Vorkasse bei Whisky sein. Whisky? Du trinkst Whisky? Das ist ungewöhnlich. Meine Nerven brauchen eine Stärkung. Aber wieso? Ja, weißt du noch nicht das Neueste? Er hat ein Haus gefunden. Nein. Ja, doch, er hat ein Haus gefunden. Ein Haus? Ja, und wenn die Wände erstmal gemauert sind und die Wasserleitung verlegt, dann hätte ich noch 2-3 Stunden. Ein Haus? Warum hast du nicht gleich im Büro angerufen und es mir erzählt? Was denn erzählt? Auf deinem Haus, du Schlitzohr! Ach, davon, Linda, hast du schon mit meinem Papi gesprochen? Was sagt er dazu, dass wir mit Peter und den anderen zusammenziehen? Armer Ben. Ich denke, er heißt Peter. Was, wer? Na, der andere, der wird uns ins Haus ziehen, mit Kalli, der so ein guter Klempner sein nein, soll. Den meine ich nicht, ich meine Ben. Ben? Ja. Ben wer? Fortuna. Was? Hast du noch nie von Ben Fortuna gehört? Nie. Und ihn auch nie getroffen? Nein. Na, dann wirst du es auch nicht mehr. Ist ja erstaunlich, dabei ist er doch in diesem Haus ein- und ausgegangen. Wer?
Ben Fortuna, der bei euch das Gas abliest. Der Gaszähler, du weißt, wo der ist. Natürlich weiß ich, wo der Gaszähler ist. Ich wusste nur nicht, dass Herr Fortuna kommt, um ihn abzulesen. Naja, das wird er jetzt ja auch nicht mehr. Und was ist mit seiner Frau? Ja, von mir aus kann sie das Gas ablesen. Ja, aber ihr habt ihr doch Blumen geschickt danach, oder? Warum soll ich einer wildfremden Frau Blumen schicken? Ja, und was war mit dem Fensterputzer? Dem habe ich auch keine Blumen geschickt. Ja, aber doch wenigstens deiner Frau. Okay, Kalli. Hm? Wie viel Whisky hat dir Papi gegeben? Wovon sprichst du? Linda, ich rede von Menschen. Menschen, die in diesem Haus gestorben sind. 6 an der Zahl. 6? Ja, 6. Ich dachte, es wären nur 4. Nein, es waren 6. Genau 6. Da war der Fensterputzer, dann Herr Fortuna und... Was soll das heißen? Du dachtest, es wären nur 4. Sie könnten mir 2 verschwiegen haben. Bist du ganz sicher 6? Ja. Ach ja, ich wusste weder was von diesem Fensterputzer noch von dem Gasmann. Das macht genau 6. Sag mal, soll das heißen, du hast die ganze Zeit gewusst von den anderen, solange wir uns kennen? Ja. Ja, dachtest du nicht, es wäre vielleicht mal Zeit, das irgendwann zu erwähnen? Naja, ich wollte nicht, dass du es weißt und auch sonst niemand. Wenn die Leute erst einmal anfangen, darüber zu reden, dann haben wir halt bald keine Freunde mehr. Ja, aber bist du nicht entsetzt? Jetzt mach mal einen Punkt, Kalli. Was? Ist doch nicht unsere Schuld. Eine unglückliche Verkettung unglücklicher Ereignisse, aber... Das ändert doch nichts zwischen uns. Also, für mich ändert sich hier so einiges. Du bist nicht gerade sehr verständnisvoll. Verständnisvoll? Natürlich glaubst du, uns macht das Spaß. André? André, warum läufst du von mir davon? Ich laufe nicht von dir davon. Doch, du sahst mich die Treppe herunterkommen und bist davongelaufen. Ist das eine Art, seine Schwester zu begrüßen? Was hast du da hinter dem Rücken versteckt? Nix. Was versteckst du? Gar nichts. Ah, ha! Eine Flasche Gin. Tatsächlich. Du wolltest sie doch nicht vor mir verstecken, Gin? Oder? Wie kommst du denn darauf, Babette? Hast du vergessen, dass ich übers Wochenende komme? Wie könnte ich denn sowas vergessen? Ich habe die Flasche doch extra deswegen gekauft. Was, Jana, bist du da? Wer? Jana, die Frau, mit der ich verheiratet bin. Ach, Jana, natürlich. Ich bin ja schon heute Nachmittag gekommen. Bevor sie zum Einkaufen ging, hat sie dir das nicht erzählt? Hielt sie wohl nicht für wichtig. Weißt du eigentlich, dass wir uns schon über 6 Wochen nicht mehr gesehen haben? Aber nur ein Tropfen. 6 Wochen? Hm. Nicht möglich. Aber hab keine Sorge. Ich habe mich nicht sehr verändert in der Zeit. Linda? Hm? Erwartet ihr noch jemanden zum Essen? Nicht, dass ich wüsste, wieso. Das da, was ist das? Also, ich glaube, ein kleiner Gin mit zu viel Tonic, André. Och, habe ich ihn ertränkt. So ein kleiner Gin hat's wirklich schwer, in dieser Wasserpracht zu überleben. Halt! Warum? Geben Sie das her. Augenblick mal, was soll das? Probieren Sie! Was soll das? Für mich perfekt. Ja, wirklich? Na gut, dann alles in Ordnung. Oh, danke. Tante Babsi, das ist Kalli. Aha, du bist also Karl. Ich habe ja schon alles über dich gehört. Ich nehme an, dass du mal wieder übers ganze Wochenende bleibst. Tante Babsi, warum hast du das denn nicht gesagt? Ich musste doch annehmen, dass er den Drink für eine Wildfremde mixt. Wo ist der Unterschied? Ich weiß wirklich nicht, was heute in dich gefahren ist. Babette, kennst du dich mit Maurerarbeiten aus? Wozu? Hier, Karl, der hat ein Haus gefunden. Und anscheinend brauchen einige seiner Wände noch eine gewisse Unterstützung. Papi, es sind schon 6. Wer? Och, hat er dir was erzählt? Musstest du gerade ihm was erzählen? Ich wollte nicht, dass er es weiß. Naja, er hätte es noch nie erfahren, wenn er nicht seine blöde Tasche da im Garten liegen gelassen hätte. So, dann weißt du also alles über Herrn Fortuna und die anderen? Ja, leider. Ja, ist das nicht Pech? Das ist alles, was ihm dazu einfällt?
Pech? Naja, du wirst doch jetzt nicht herumlaufen und das ausposaunen. Also wir möchten ja nicht, dass hier irgendjemand davon erfährt. Na, davon bin ich überzeugt. Dauert nicht mehr lange bis zum Essen. Na endlich, ich sterbe schon vor Hunger. Sie nehmen das hier auch alles irgendwie so ganz gelassen, hm? Ja, ich habe ja schon mal gegessen. Nein, das meine ich nicht. Warum gehen Sie nicht runter zur Kirche und warnen die Pastorin? Warum sollte ich? Ja, sie soll zum Tee kommen. Ach, wirklich? Ja. Oh, so langsam Zeit, dass ihr euch um sie kümmert. Haben wir nicht. Sie hat sich selbst eingeladen. Sie müssen das verhindern. Was? Dass sie zum Tee kommt. Ja, aber warum denn gerade ich? Schließlich sind doch die hier ihre Schäfchen. Ja, aber warum warnen Sie denn nicht? Warum erzählen Sie es nicht irgendjemandem? Kalli, was hast du bloß? Das ist doch kein Grund, so zu übertreiben. Oh mein Gott, ich... Für uns ist es schlimmer als für dich. Ich glaube, mir wird langsam schlecht. Oh, na bravo. Komm mal weg. Wir trinken draußen weiter. Ah, wirklich. Also um diese Zeit ist es ja auch wirklich am schönsten, euer Garten. Euer Garten ist ja wirklich ein Traum. Du sagst es. Und von der Leiter haben wir den besten Blick. Oh, lieber Himmel, ist das nicht gefährlich? Nur, wenn man fällt. Was hast du bloß? Du hast Tante Babsi den Schock fürs Leben versetzt. Ja, aber woher sollte ich denn wissen, wer sie ist? Ich dachte, ich müsste sie schützen. Schützen? Wovor? Na, nach allem, was dein Vater gesagt hat, war ich mir doch nicht mehr so sicher, ob ihr nicht doch etwas zustoßen würde. Während sich hier rumsitzt, wird dir kaum was passieren. Naja, da wäre ich mir nicht so sicher. Fein! Das wird ja ein tolles Wochenende, wenn du weiter solche Laune hast. Linda, sei doch vernünftig. Habe ich etwas gewusst von Ben Fortuna und all diesen anderen? Das macht schon einen kleinen Unterschied. Wieso denn? Und außerdem musst du dich doch nicht so aufregen. Wie sollen sich da erst meine Eltern fühlen? Nun komm, Kalli. Lass uns doch nicht mehr daran denken. Lass uns daran denken. Linda, das ist ja gerade das Furchtbare. Je mehr ich daran denke, desto schlimmer wird das ja jetzt. Und jetzt soll die Pastorin zum Tee kommen. Sei nicht albern, Liebling. Der Pastorin geschieht nichts. Ich bin ganz sicher. Der Fensterputzer war der Letzte. Von jetzt an werden wir glücklicher sein. Du wirst sehen. Ja, aber ich habe sie noch nicht. Ich muss mich umziehen. Gleich ist das Essen soweit. Du solltest dir auch noch einen nehmen. Du siehst aus, als wäre dir gerade ein Geist begegnet. Ich glaube auch.
Gehe ich irgendwo hin? Ja, jedenfalls hast du deine Tasche bei dir. Ach so, ach die, ja, die habe ich gestern gepackt, nach dem Essen. Linda, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Andauernd musste ich daran denken. Mein Entschluss ist gefasst, ich gehe. Aber warum? Du hast gesagt, der Fensterputzer wäre der Letzte gewesen, aber das stimmt nicht. Sicher, danach war nichts mehr. Oh doch, ich habe ihn gesehen. Gesehen? Wen? Na, einen von denen. Nicht ein Toter. Naja, also gesagt hat er jedenfalls nicht mehr viel. Wo? Da, im Schrank. Ich suchte so da, doch nur er da. Wieso? Was, wieso? Wieso wolltest du so da? Ja, also ich wollte mir einen Whisky einschenken und den trinke ich nun mal gerne mit Soda, aber da war kein Soda mehr, also bin ich zum Schrank und... Linda, das Soda ist vollkommen unwichtig, es war ja auch kein Star, sondern... Du hast den Whisky pur getrunken! Er fiel aus dem Schrank, direkt in meine Arme! Was hast du mit ihm gemacht? Was soll ich denn mit ihm gemacht haben? Tango getanzt? Ich habe ihn natürlich wieder zurückgestellt! Du meinst, er ist immer noch da drin? Ja, wo soll er denn hin sein? Du kannst ja schlecht von ihm erwarten, dass er aufsteht und verschwindet. Na, dann wollen wir doch mal nachsehen. Nein, Linda, das willst du nicht tun. Ein Toter ist kein lustiger Anblick. Keine Sorge, wir hatten schon vorher welche. Nein, Linda. Toter Körper? Für mich sieht das aus wie eine Flasche Soda. Da, fang! Ja, aber... gestern war er doch noch da drin. Ja, stimmt, wo ist er jetzt? Ich weiß es nicht, aber er muss ja hier irgendwo sein. Dann muss ich ihn suchen. Er kann ja nicht weit gekommen sein. Oh. Was ist denn mit dir los? So früh am Morgen schon trinken? Was ist denn mit dem los? Schlecht geschlafen. Armer Kerl. Hat er was? Allerdings. Ja. Oh, haben wir Besuch bekommen? Nein, wieso? Weil da draußen eine Tasche steht. Ach, so, die gehört Kalli. Will er schon wieder los? Ach, Papi. Es hat doch keinen weiteren Unfall mehr gegeben nach dem Fensterputzer, oder? Natürlich nicht. Siehst du? Ich habe doch gleich gesagt, er bildet es sich ein. Hm? Er sagt, er hätte gestern Abend etwas im Schrank entdeckt. Aha. Im Schrank? Ein Mann. Ein Mann im Schrank. Hat er gesagt. Und was wollte er da drin? Nicht viel, er war tot. Sei nicht albern, Liebling. Kalli sagt, er hat die Tür aufgemacht, da fiel ihm ein toter Körper in die Arme. Wie viel meines Whiskys hat er gestern Abend getrunken? Also, ich suche jetzt im Garten. Da wirst du nichts finden. Gestern habe ich diese Tür aufgemacht, weil ich Soda suchte. Und was fand ich? Ihn! Wie kann sie das nur so kalt lassen? Also an deiner Stelle will ich in Zukunft bei Apfelsaft bleiben. Also ich glaube, ich suche dann mal im Garten, würde ich sagen. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht mehr betrifft. Das kann doch gar nicht sein. Ich muss los. Oh, Entschuldigung. Ich hab doch gesagt, ich hab versucht, da draußen zu suchen, aber ich weiß... Wisst ihr, dass hier in Tasche steht? Ja, seine. Na, Kalli, es ist gefährlich, da kann doch jemand drüber stolpern. Darum geht's doch jetzt gar nicht. Ach, André, ich war verschwenderisch. Ich hab Avocados, Gemüse und frischen Lachs zum Abendessen gekauft. Aber sei das nicht so laut, sonst ändert Karl noch seine Meinung und bleibt. Ach so? Bleibst du nicht übers Wochenende, Karl? Leider. Ich glaube, ich muss jetzt alles der Polizei erzählen. Wovon redet er? Was meint er? Sagt ihr, was ich gestern im Schrank gefunden habe? Es scheint, als hielt er einen Vorrat von Tonic und Bitter Lemon im Schrank für strafbar. Sie wissen genau, was ich meine. Gestern war da ein toter Mann im Schrank. Oh. Ja. Wovon redet er?
Nachdem er von Herrn Fortuna gehört hat, hat er eine blühende Fantasie. So, jetzt ist das Umgraben. Oh. Wohl schon für die Pastorin, was? Mann, das hört doch endlich mit der Pastorin auf. Ja, aber irgendwas müssen wir doch tun. Du hast schon mehr als genug getan. Du kommst hierher und zeigst nicht das geringste Mitgefühl für uns, obwohl wir dich hier in unser Geheimnis eingeweiht haben. Dann trinkst du mehr als dir zusteht von meinem Whisky und jetzt packst du deine Zahnbürste, um in ein Haus mit drei Wänden und ohne fließend Wasser zu verschwinden. Ich gehe in den Garten. Ich werde alles erzählen, alles. Wem? Na, der Polizei natürlich. Ja, erzähl's. Ja. Wenn's dir besonders, wenn's dir Spaß macht, erzähl's. Verlange am besten mal Polizeihauptmeister Speidel. Der war schon mal hier. Nur der wird die Leiche sehen wollen. Dein Ehrenwort wird dir nicht genügen. Ich weiß, dass die Leiche hier war. Die war da drin. Ich werde sie finden. Sie werden schon sehen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die ist hier. André, nimm's ihm nicht übel. Ich glaube, die Unverrate in diesem Haus, die hat ihm wirklich einen Schock versetzt. Ja, das ist noch lange kein Grund zu behaupten, wir hätten hier Leichen im Schrank. Wenn hier jemand einen Unfall gehabt hätte und tot umgefallen wäre, ja, dann hätte ich die Polizei gerufen, die wären gekommen, die hätten ihn abgeholt. Ja. Das ist noch lange kein Grund, immer so zu übertreiben. Ja, vielleicht sollten wir das nächste Mal Schilder anmachen. Was für Schilder? Ja, um die Leute zu warnen vor Unfällen. Da draußen! Draußen! Los! Kommen Sie alle mit! Alle mit! Ja, alle raus! Komm, ich habe ihn gefunden! Er ist da draußen! Aber da ist niemand! Ja, jetzt ist er nicht mehr hier drin! Er ist jetzt draußen! Er schwimmt auf dem Seerosenteich! Los! Kommen Sie mit! Schau es dir an! Er ist da draußen! Los! Also, Karl muss wirklich mal diese Tasche da wegnehmen. Da kann man sich das Genick brechen. So. Kommst du nicht mit? Nee, er bildet sich doch mal was ein. Also, ein Toter schafft es nicht ohne fremde Hilfe in den Teich. Ja, das stimmt, aber vielleicht ist ja wirklich jemand reingefallen und wenn ja, dann müssen wir ihn doch schnell rausziehen. Er vergiftet uns ja sonst die Fische. Herrlich, Frühstück im Bett. Warum hast du Stiefel an? Für den Garten. Bitte? Umgraben könnt ihr auch nicht schaden. Schönes Wetter. Was machen die denn da? Ach, Karl behauptet, im Teich schwimmt ein toter Mann. Oh mein Gott, den habe ich ja total vergessen. Hm? Total verschwitzt. Was? Den da am Teich. Wovon redest du? Na, von dem Mann im Seerosenteich. Ach, sag nicht, Albert, das hättest du nie gekonnt. Warum? Du hast gerade mit abgewaschen und da habe ich ihn auf die Schubkarre gehoben und in den Teich gepackt. Und wo war er vorher? Na, in der Schubkarre. Na, vor der Schubkarre. Ach so, von hier aus dem Schrank. Da hatte Karl ja doch recht. Heißt das, Karl hatte ihn schon im Schrank entdeckt? Ja, vor dem Essen, leider. Ach Mann, dann hätte ich den da ja auch drin lassen können. Babette, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Na, ich wollte ihn doch nicht da drin lassen. Denn wenn du etwas daraus gebraucht hättest, hätte Karl ihn ja gleich entdeckt. Der war ja so aufgebracht, als er von all den anderen hörte. Na, wollte ich ihn nicht noch mehr aufregen. Also der arme Junge, der war ja so durcheinander, als er von Herrn Fortuna und den anderen hörte. Da dachte ich, noch einer und er dreht gleich ganz durch. Naja, jedenfalls dachte ich, im Teich wäre er besser aufgehoben. Der Teich ist nur 40 Zentimeter tief. Oh, ich hab's vergessen. Was hast du eigentlich gesucht? Tonic oder Petalem? Wie meinst du das? Naja, als du den Schrank aufmachtest und ihn fandest. Wieso? Ich wusste doch, dass er da drin war. Du wusstest die ganze Zeit, dass er da drin war? Na, selbstverständlich. Ich habe ihn doch da reingestellt. Du hast ihn da reingestellt? Na, gestern Nachmittag. Ich konnte ihn doch schlecht hier liegen lassen auf dem Teppich. Also habe ich ihn in den Schrank gestellt. Ich habe es ja versucht, dir vorm Essen zu erzählen. Aber du hast dich ja nur unterhalten und danach habe ich es vergessen. Du weißt, mein Gedächtnis ist ja nicht mehr das Beste. Babette, ich bin immer noch etwas durcheinander. Wieso hast du nicht die Polizei gerufen? Die wären dann gekommen und ein Rettungswagen hätte die dann abgeholt. Das habe ich ja auch getan und nach Polizeihauptmeister Speidel gefragt, so wie immer. Aber der war ja nicht da. Und die anderen, das sind ja so schreckliche Transchonkel. Ein Wort zu denen und schon weiß der ganze Ort Bescheid. Da wollte ich doch warten, bis Herr Speidel wieder zurückkommt. Ach ja, so ein verständnisvoller. Ja, ja. Wer war der Mann eigentlich? Ach so, das war der Fernsehmechaniker. Der Fernsehmechaniker?
Hat er den Fernseher repariert? Na, dazu ist er wohl nicht mehr gekommen. Heißt das, wir können jetzt immer noch keine roten Rosen gucken? Also wenn die Montag nicht wiederkommen, ja? André? Dann kriegen sie eine ganze elende Anlage wieder zurück. André? Was? Ja, ich glaube ja nicht, dass sie nochmal scharf darauf sind, wiederzukommen. Ach so. Ja, und wie ist das passiert? Naja, ich habe ihn reingelassen, ihm alles gezeigt und dann allein gelassen. Wahrscheinlich ein Kurzschluss oder sowas. Naja, jedenfalls als ich wiederkam, um zu sehen, ob er tot war, lag er hier auf dem Boden. Tot? Ja, vielleicht hättest du ja ein Schild an den Fernseher bringen sollen mit Vorsicht Strom. Babette, es war ein Fernsehmechaniker. Die sollten doch wissen, was Strom ist. Hm. Weißt du was, jetzt versuche ich nochmal bei der Polizei anzurufen. Vielleicht ist dieser Hauptmeister Speidel ja jetzt da. André, du musst kommen. Muss ich? Ja, Karl hatte recht, da liegt wirklich ein Toter im Teich. Ja, was soll ich tun? Ja, ihn rausholen natürlich. Ja, dann soll Karl das machen, der ist stärker. Ach, Karl, der ist völlig durcheinander, der übertreibt wirklich. Linda jagt hinter ihm her und versucht, ihn zu beruhigen. Du siehst, keine andere Wahl. Du musst ran. Tja. Ach Mensch, der arme Kerl fällt einfach in den Teich und ertrinkt. Der ist nicht ertrunken. Meinst du, der hält die ganze Zeit die Luft an? Teufel auch! Fast hätte ich's vergessen. Die Pastorin hat heute Morgen angerufen nach dem Frühstück. Ihr wart ja beide im Garten und da habe ich ja oben abgenommen. Sie will euch besuchen. Wann? Ja, heute Morgen. Oh. Heute Morgen. Ja, passt es dir nicht? Ja, also eigentlich nicht. Da liegt ein toter Mann im Teich. Ich meine, was soll sie von uns denken? Naja, sie wird ja schon mal einen Toten gesehen haben. Staub zu Staub und so. Ja, sicher, Liebling. Aber sie soll uns doch nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Ich meine, erste Eindrücke sind wirklich wichtig. Und schließlich wollen wir sie ja bitten, die Trauung von Linda und Karl vorzunehmen. Nur über meine Leiche. Und wenn sie merkt, dass es unfallträchtig zugeht, dann könnte sie sich vielleicht weigern. Ach, du weißt, wie beeinflussbar Menschen sind. Also los, komm, wir müssen ihn da rausholen. Ja, wo sollen wir damit hin? Wieder in den Schrank? Welchen Schrank? Lass mal, das ist eine lange Geschichte. Ja, komm, bring ihn ins Gartenhaus und verschließ die Tür. Wieso, er kann ja nicht weg. Manchmal denke ich, André hat kein Gespür für Situationen. Genau, Männer können auch nicht mal so tun, so als ob, so wie wir. Also sag mal, findest du das eigentlich auch so tragisch mit den roten Rosen? Rote Rosen? Oh, Himmel, das wird sie ja wohl nicht schon sein. Ich gehe schon. Ja, schon gut, André, schrei nicht so. Linda! Schon gut, Kalle, schrei nicht so. Ich habe mir doch nur erlaubt zu fragen, wie er in den Seerosenteich gekommen ist. Ist das so ungewöhnlich? Wahrscheinlich ist er reingefallen. Und ausgerechnet jetzt, wo ich dachte, unser Blatt hätte sich gewendet. Linda, er war da drin im Schrank. Jemand muss ihn fortgebracht haben. Sei doch nicht albern. Ich weiß wirklich nicht, was du dir so vorstellst. Du hättest nicht so viel von diesem Whisky trinken sollen. Wo willst du denn hin? Mein Papi, helf ihn wegzubringen. Ja, vielleicht warten sie wohl besser hier. Oh, ich hoffe, ich bin nicht im falschen Moment gekommen. Naja, Sie sind gerade so ziemlich beschäftigt im Garten, aber wenn Sie mal ein andermal wiederkommen mögen. Wissen Sie, lieber würde ich hier warten, wenn es Ihnen recht ist, ja? Ich bleibe einfach hier sitzen, bis Sie zu erledigt haben, was zu erledigen ist. Da kann ich nämlich etwas zu Atem kommen. Man muss sich ja ganz schön abstrampeln, bis man hier raufgeradet ist. Ich bin auch so. Was, möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Sehr gerne. Zucker? Ja, 3 Stück. Ich bin nämlich eine ganz süße. Was zum Teufel machen Sie hier? Ich soll hier warten. Worauf? Kaffee? Ach, Kaffee. Kaffee? Sie dürfen keinen Kaffee trinken. Also jedenfalls nicht hier. Bitte? Was? Haben Sie schon das von dem Fensterputzer erfahren? Ach, natürlich! Aber wenn Sie mich fragen, ich glaube, das ist eine einzige Lüge. Was hat man Ihnen denn erzählt?
Ach, so ein, zwei Leute meinen, dass er zu viel Zeit bei Frau Wischer verbringt. Also zumindest mehr Zeit, als die Durchsichtigkeit ihrer Fenster erfordert, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein! Ihr Mann ist weit weg, in Afrika. Er ist tot. Herr Wischer? Nein, der Fensterputzer. Was? Das habe ich gar nicht gewusst. Sollte ich etwa seine Beerdigung verschwitzt haben? Oh, oh mein Gott! Soll das etwa heißen, Herr Wischer ist unerwartet zurückgekehrt? Er fiel von der Leiter und brach sich das Genick. Herr Wischer? Der Fensterputzer. André! Jana! Sie ist so, da! Möglicherweise! Die Pastorin! Ah, sie ist da! Die Dame da! Die hat mich reingelassen und die, was auch mit dem den Kaffee bringen wollte. Kaffee kommt gleich. Was machen Sie hier? Ach, ich finde, man sollte so nach und nach alle seine Schäfchen kennenlernen. Man weiß ja nie, vielleicht braucht ja mal der eine oder andere Hilfe. Naja, also das bezweifle ich. Ich habe das Gefühl, die kommen hier ganz gut allein zurecht. Werden Sie erwartet? Ja, ich habe angerufen, versprochen, dass Sie mir vorbeischauen. Ja, aber wenn ich Sie wäre, dann würde ich jetzt wieder verschwinden. Ich kann denen ja sagen, dass Sie kurz da waren. Dürfte ich mal wissen, was... Verschwinden Sie, solange Sie noch können! Aber ich bin doch gerade erst gekommen! Oh, ja gut, dann... Die werden Sie hier nicht wieder rauslassen. Bitte? Ja, ich habe gehört, was die geredet haben. Die glauben, sie wissen alles von dem Fensterputzer. Ach, verstehe. Es sind Freunde von Herrn Wischer. Nein, keine Zeit für lange Erklärungen. Sie tun jetzt einfach, was ich Ihnen sage, und dann wird alles gut. Los, kommen Sie mit. Sie... Wo gehen wir denn hin? Sie gehen jetzt hier rein. Bitte? Los, ich sage Ihnen dann, wenn Sie wieder rauskommen können, los. Aber wenn eine Pastorin zu Besuch kommt... Keine Zeit für Erklärungen, rein da. Normalerweise bekomme ich ein Stück Butterkuchen. Hören Sie, die Tür ist nicht schalldicht. Sie müssen leise sein. Aber es ist dunkel hier drin. Ja, Sie sollen ja auch nicht lesen. Denken Sie doch Ihre neue Sonntagspredigt nach. Oh, mein Lieber. Hast du hier irgendwo eine Pastorin gesehen? Hier? Nein. Vielleicht war gerade eine da. Ich bin doch noch raus, einen Kaffee zu holen. Hier hat sie gesessen. Also ich habe nichts gesehen. Sekunde. Als ich gerade draußen war, habe ich sie hier drin mit dir gesehen. Ach, das war eine Pastorin. Das wusste ich ja nicht. Ach, da sind sie ja. Hallöchen. Ich hatte recht. Ach, die
Pastorin? Ich wusste ja nicht, dass Sie diese Pastorin meinen. Was wollten Sie im Schrank? Sie saßen auf dem Sofa. Ja, ich habe auf den Kaffee gewartet. Aber warum denn im Schrank? Ja, wissen Sie, das war so... Also, Sie interessiert sich für Schränke, nicht wahr? Und Sie wollen sich doch genau so ein Zuhause einbauen lassen. Und kommen Sie schon her und setzen sich wieder. Extra für Sie mit Reinheit und Zucker. Das ist nein, Sie wollen jetzt keinen Kaffee trinken. Sie werden nicht schlafen können. Das sollte mich nicht weiter stören. Es ist erst am Vormittag. Ja, aber möchten Sie nicht viel lieber spazieren gehen? Ich würde erst mal gerne meinen Kaffee austrinken. Vielleicht später. Nein, dann ist es vielleicht zu spät. Los, geben Sie her. Bitte? Sie hier. Er ist wahrscheinlich nicht süß genug für Sie. Sie hat ihn gekocht. Sie wird ihn jetzt auch probieren. Selbstverständlich, Karl, wenn dich das glücklich macht. Ja. Ich weiß nicht, was das alles soll, aber... Also mir ist der ja zu süß. Haben Sie den jetzt tatsächlich getrunken? Ja, aber das sollte ich doch. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie das tun. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie das tut. Oh mein Gott, die können wir jetzt noch nicht gebrauchen. Oh, André, die Pastorin ist da. So, ist sie das? Ja, sie ist auf einen Kaffee vorbeigekommen. Ah, ich sehe, sie hat welchen bekommen. Dann ist ja alles in Ordnung. Ja. Frau Pastorin! Was für eine reizende Überraschung. Und so völlig unerwartet. Aber ich habe doch angerufen. Ja, ich meinte ja auch nicht, dass wir nicht wussten, dass Sie kommen, sondern nur nicht wann. Aber ich habe Sie heute in den Garten gerufen. Ach, das war das. Wir haben es nicht verstehen können. Ach, was haben Sie denn im Garten gemacht? Ach so, ein bisschen Müll weggeschafft. Oh mein Gott, wollen Sie nicht vielleicht doch ein wenig spazieren gehen? Ach, wissen Sie, mögen Sie Gärten? Ja, das schon. Dann kann ich Ihnen doch vielleicht mal den Phlox zeigen oder die Stockrosen beim Spazieren gehen. Aber ich würde so gerne erst mal meinen Kaffee austrinken. Ja, das können wir doch... Also, weil sie auch jetzt gerade im Garten herumfahren, wo sie doch gerade erst gekommen ist. Ja, also ehrlich gesagt, wäre es uns lieber, wenn Sie sich alles ansehen, wenn es schön in Ordnung ist. Momentan ist doch so ein schreckliches Durcheinander. Nicht wahr, André? Ja, sehr. Ein Riesendurcheinander. Hast du wenigstens den Teich sauber, André? Den Teich? Hm? Oh, Sie haben einen Teich? Also ich liebe Teiche. Ist der auch immer gut gefüllt? Ach so, ja. Mal mehr, mal weniger. Oh, auch Goldfische und sowas? Ja, auch. Oh, das muss ich sehen. Nein, das geht nicht. Bitte? Warum denn nicht? Sie kann ihn doch jetzt nicht sehen, nicht wahr, André? Sie kann ihn doch jetzt nicht sehen? Natürlich kann sie ihn sehen, wenn sie unbedingt möchte. Den Teich. Solange sie mir nicht den ganzen Garten umflügt. Ja, also, wir würden es lieber sehen. Sie sehen sich alles an, wenn alles schön in Ordnung ist. Der Kaffee ist aber schon kalt. Ach, wir machen gleich frischen. Nein, Sie wollen keinen Kaffee trinken, Kalli. Oder? Sie wollen doch bestimmt den Kaffee nicht jetzt trinken, nicht wahr? Also, nicht, wenn ich wieder im Schrank warten muss. Das wollen wir ja nicht. Was? Stimmt das? Sie waren im Schrank? Aber nur kurz. Wissen Sie, Ihr Sohn, der hat mich da reingeschickt. Der ist nicht mein Sohn. Ja, also wer auch immer der ist, der hat mich da reingeschickt. Ja. Aber nur kurz. Ich meinte... Kalli, was hast du? Also wirklich, Karl, du kannst doch nicht fremde Leute in den Schrank stecken. Naja, ich dachte, ich hatte mir überlegt, Sie interessieren sich ja für Schränke, nicht wahr? Sie können doch sicherlich so einen Schrank wunderbar in Ihrer Sakristei gebrauchen. Ja, also das wäre in der Tat eine interessante Idee. Wissen Sie, meine Vorgänger, die haben ja haufenweise Gesangbücher angeschleppt. Ja, das ist ja interessant. So, und jetzt wollen Sie doch bestimmt auch los. Und immer beide Hände am Lenker lassen. Bitte? Wenn Sie und Ihr Fahrrad uns jetzt wieder verlassen. Also warum soll ich denn die Hände vom Lenkrad nehmen? Aber, ich bin doch Pastorin und kein Akrobat. Wissen Sie, er macht ja immer diese Tricks. Welche Tricks? Ja, gerade als wir im Garten waren, da hat er mir einen gezeigt. Wie ging das? Rückwärts in den Himmel kommen. Wie bitte? Ja, ja. Wirklich komisch. So was habe ich noch nicht gesehen. Rückwärts
in den Himmel kommen? Los, Kalli, zeig uns deine Kunst. Ja, Kalli, Kalli. Vorbeizuschauen. Also heute Morgen beim Café, da ging es ja wirklich so hektisch zu und wir haben ja so viel zu besprechen. Ach, wissen Sie, eigentlich habe ich erst nach dem Mittagessen den nächsten Termin. Dann bleibe ich doch zum Essen bei uns. Oh, bitte. Was, wenn Sie unbedingt wollen? Sie wollen hier wirklich nicht zum Essen bleiben. Glauben Sie es mir? Natürlich will sie essen. Jeder muss essen. Ja, aber sie muss es ja nicht hier müssen. Hast du nicht was vergessen? Du hast gesagt, du willst einen guten Eindruck machen. Nur mach! Ja, und was ist mit dem da draußen? Naja, sie wird nicht reingucken und er nicht rausgucken aus dem Gartenhaus. Das will ich für uns hoffen. Vielleicht wäre ihm doch ein anderer Tag lieber. Ach, wissen Sie, der Vorschlag von Ihrem Mann, der gefällt mir schon sehr. Also, wenn es Ihnen auch recht ist. Ja, ja. Gut, das hätten wir. Ach, Sie sind wirklich sehr freundlich. Ja, und jetzt setzen Sie sich einfach erstmal da wieder hin. Und fühlen sich erstmal so richtig wie zu Hause hier. So ist das bequem, so. Drücken Sie mal ein Stück. Fühlen Sie sich wie zu Hause und machen Sie sich ganz locker. Schön, dass Sie uns heute Morgen angerufen haben. Und jetzt, wo wir Sie hier haben, lassen wir Sie auch nicht wieder weg. Du hättest ihr auch nicht so viel Wein zum Essen geben sollen. Ja, sie hätte auch ablehnen können. Immer wenn ich zu ihr rüber sah, dann war ihr gleich leer. Ja, warum hast du sie überhaupt zum Essen eingeladen? Ausgerechnet heute, wo ein Toter im Gartenhaus liegt. Er war ja übrigens. Du solltest den Fernseher reparieren. Und, was war mit ihm? Stromschlag vermutlich. Können die nicht jemand schicken, der was von Strom versteht? Hast du die Pastorin gesehen? Ja, spaziert draußen im Garten herum. Was? Na, wollte wohl ein bisschen frische Luft schnappen. Also ich vermute ja, dass ihr der Wein zum Essen sehr schläfrig gemacht hat. Ja, und was ist, wenn sie jetzt ins Gartenhaus geht? Los, komm, André. Ich trinke gerade Kaffee. Der Kaffee kann warten. Wir können doch nicht zulassen, dass die Pastorin ins Gartenhaus geht und den Toten entdeckt. Und außerdem wird sie es seltsam finden, dass wir ihn direkt hinter der Tür haben liegen lassen. Das war deine Idee? Ah, ja, ja, ja. Alles, was du zu tun hast, ist, sie abzulenken. Ist das zu viel verlangt? Meinetwegen. Frau Pastor! Hören Sie mich? Frau Pastorin! Wo sind Sie denn? Ja, hallo? Wer? Ach so, ja, der. Ja, der ist hier. Einen Moment bitte. Karl, Telefon für dich. Für mich? Ja. Hallo? Oh, hallo, Dad. Wie geht es dir? Was macht ihr da? Aha. Jetzt? Nein, das solltet ihr lieber nicht tun. Dad, hier sind ein paar Dinge passiert, die... nein, es wäre besser, wenn ihr an einem anderen Tag... Also, Dad? Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Ist was passiert, Karl? Was? Ich... Das war mein Vater. Er ist zusammen mit meiner Mutter auf dem Weg hierher. Sie werden gleich hier sein. Hierher? Ja. Jetzt? Ja. Ich
Ich habe noch versucht, ihn abzuhalten, aber er hat aufgelegt, bevor ich es verhindern konnte. Aber warum solltest du sie denn zurückhalten? Es wird für uns eine ebensolch große Freude sein, sie kennenzulernen wie für sie. Meinen Sie, ich... Oh mein Gott, ich muss sofort los und Linda fahren. Linda... Wollte ich sie doch nicht so alleine im Garten rumirren lassen, nicht nach dem Essen. Sie soll erst mal einen Kaffee trinken. Ihr Garten, der ist aber auch eine Pracht. Ah, eine Expertin. Haben Sie sich da schon alles angeguckt? Nein. Ah, gut. Haben Sie dann auch schon das Gartenhaus gesehen? Oh ja. Ah, tatsächlich? Ja. Das ist ein schönes Gartenhaus. So als Gartenhaus ideal. Ja. Sehr stabil. Ja. Sehr sonnig. Ja. Ich sitze oft dort. Im Gartenhaus? Ja, so friedlich. Ja. Deshalb sitze ich oft dort. Ja. Also besonders nach dem Essen sitze ich oft dort. Nach dem Essen? Ja, so zum Träumen und Nachdenken. Das ist ja die friedlichste Zeit am Tage. Dort zu sitzen und nachzudenken und auszuruhen im Gartenhaus. Besonders nach dem Essen. Also wenn Sie auf Ihren kleinen Spaziergang nach dem Abwasch dort jemanden hinter der Tür gesehen hätten im... Gartenhaus? Ja, dann wäre ich das gewesen. Kleines Nickerchen nach dem Mittag. Und niemand sonst. Aber ich war nicht mal in der Nähe des Gartenhauses. Ach. Dürfte ich ein Glas Wasser haben? Selbstverständlich. Warum nicht? Ein Glas Wasser. Bitte. Ja. Wollen Sie mir so einen Trick zeigen? Wasser zu Wein verwandeln oder so? Nein, wissen Sie, der Wein, der war ja ganz gut. Aber der macht mich immer so durstig. Verstehe. Ein Glas Wasser, kommt sofort. Ein Glas Wasser für die Pastorin. Jana muss dir was erzählen. Aber das verheißt nichts Gutes. Karls Eltern. Was ist damit? Ja, sie kommen hier. Wann? Jetzt? Ja, sie haben von unterwegs angerufen. Sie werden gleich hier sein. Was sollen wir denn jetzt machen? Gib ihnen Kaffee und Kuchen. Ja, und der Fernsehmechaniker? Der will keinen Kuchen mehr. Der ist im Gartenhaus. Ja, genau, das meine ich. Es könnte ja sein, dass sie da rein wollen. Ja, was soll ich tun? Ja, ihn rausholen. Ja, aber wo sollen wir denn hin mit ihm? Ach, du hast recht. Ja, dann dürfen wir halt die Eltern irgendwie nicht in den Garten lassen. Bei dem Wetter, das wird nicht einfach. Naja, wir müssen es eben. André? Bitte noch mehr Wasser? Das glaube ich nicht, André. Was? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das ausdrücken soll. Die Pastorin. Was ist los? Sie ist doch nicht. Doch. Oh. Das hat uns gerade noch gefehlt. Mann, in 20 Stunden zwei. Womit haben wir das verdient? Endlich gute Neuigkeiten! Ja, wo? Ich dachte, sie sei schon weg. Sie schläft. Wirklich? Ja, sie schläft ihren Rausch aus. Du hättest ihr nicht so viel Wein geben sollen, André. Das ist sie nicht gewohnt. Ja, getrunken hat sie aber, sei sie es gewohnt. Wo bist du denn hin? Na, ich mach jetzt Wasser zu Wein. Wie lange brauchen? Wer? Na, die Pastorin. Lange was? Wird sie lange schlafen? Ach so. Ja, ich denke, Jahre um Jahre. Starr sie mal nicht so an. Du wächst sie noch auf. Was gibt's denn für eine gute Neuigkeit? Kallis Eltern kommen zu Besuch. Oh mein Gott, ihr habt ja völlig vergessen. Ja, es muss mich aufregen. Ja, ich kenne ihn kaum noch ein. Ah, seid nett zu ihm, ja? Seid nett zu ihm. Es kommt drauf an, wie sie sind. Ja, selbstverständlich sind wir nett zu ihnen. Wir freuen uns, sie kennenzulernen. Geh nach vorne und warte auf sie. Bitte? Karl steht doch da sicher allein. Du weißt doch, wie nervös er eh schon ist. Es ist besser, wenn du bei ihm bleibst. Und die Pastorin? Die ist dann weg. Was? Ich meine, wir wecken sie dann auf und setzen sie aufs Fahrrad. Ja.
Ja, renn doch mal zur Haustür und warte dort mit Karl auf seine Eltern. Okay, na gut. Musste sie ausgerechnet jetzt sterben? Oh, wie das Leben so spielt. Kaum dachten wir, mit uns geht's bergauf, geht's mit der bergab. Oh. Und dann noch der im Gartenhaus und dann noch Besuch. Ich rufe mal die Polizei, die können die dann alle abholen. Sei nicht albern, André. Karls Eltern werden gleich hier sein. Ja, und? Ja, das macht ja einen schönen Eindruck, wenn gleich der Leichenwagen hinter denen herbraust. Tatütata. Das macht wohl noch einen besseren Eindruck, wenn sie hier eine tote Pastorin im Garten finden. Sei nicht albern, die lassen wir nicht hier. Sondern? Wir bringen sie ins Gartenhaus. Das ist besetzt. Ach, Quatsch. Da ist noch Platz. Wir müssen es riskieren. Ja, meinetwegen. Ich hole die Schubkarre. Ja. Oh, zu spät, zu spät. Die fahren schon vors Haus. Ach, dann schnell rein mit euch. Wir machen das Spiel. Ja, was ist mit der da? Ja, wir beide lenken die Eltern ab und André bringt sie dann weg. Die sehen mich doch durchs Fenster. Ach, denk dir was aus. Du bist lustig. Sie sind da. Soll ich sie einfangen? Wenn dir sonst nichts einfällt. Gut. Das ist meine Mutter. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ja. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ich bin Lindas Vater. Ja. Und das ist Lindas Mutter. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich auch. Und das ist meine Schwester. Guten Tag. Freut mich. Und das ist ihr Sohn. Guten Tag. Hallo. Setzen Sie sich doch. So ein schöner Garten. Ich liebe Gärten. Ja, aber da müssen Sie ja nicht gleich drin herumgurken. Setzen Sie sich doch erstmal hin, Ihre schönen Schuhe. Nehmen Sie doch erstmal Platz. Wir zeigen Ihnen alles später. Danke. Ist das alles? Was meinen Sie? Du hast gesagt, deine Eltern kommen. Ja, das stimmt. Für gewöhnlich kommen dann zwei. mein Vater ist noch draußen. Was macht er da? Ach, Philipp prüft noch etwas am Auto. Kann er das nicht zu Hause machen? Schon seit Donnerstag. Seit Donnerstag? Ja, ist gekommen und hat sich da hingesetzt. Muss unheimlich erschöpft gewesen sein. Und seitdem ist sie erst einmal wieder aufgewacht. Einmal seit Donnerstag. Das muss man sich mal vorstellen. Einmal. Zwei weichgekochte Eier hat sie gegessen und schwupps war sie wieder weg. Das ist mein Vater. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Guten Tag. Guten Tag. Ja, und ich bin Lindas Mutter. Guten Tag. Und ich bin Andres Schwester. Wer ist André? Das bin ich. Ah, guten Tag. Ach, achten Sie gar nicht auf André. Der übertreibt immer. Die Pastorin war zum Essen da. Ja, ein kleines Nickerchen nach dem Essen. Haben Sie häufiger schlafende Pastorinnen im Garten? Ja, ich versuche gleich, sie loszuwerden. Ja, das solltest du, Liebling. Ja, nur keine Hetze. Ich hatte ja noch keine Chance. Ja, denk nach. Denk nach, denk nach. Oh, heiß heute, was? Oh, puh, ist das heiß. Ist Ihnen auch zu heiß? Nein, sehr schön. Und Ihnen? Mir ist es angenehm so. Also, mir ist es zu heiß. Oh, ist das halt, puh. Warum setzen wir uns dann nicht draußen hin? Dann kann ich auch gleich Ihren Garten bewundern. Das ist auch zu heiß. Oh, viel zu heiß. Oh, ich hab's gern heiß. Ich auch. Wir nicht. Besonders meine Frau nicht. Sie verbrennt gleich. Ach ja? Ist es Ihnen zu heiß? Nein, falsch, das ist meine Schwester. Das ist meine Frau. Ach, und sie verbrennt leicht? Wer? Ihre Frau. Verbrennt?
Achso, ja, sie verbrennt leicht. Oh. Kaum ist der Frühling da, ist sie schon rosa. Wirklich? Ja, wie ein Stück Lackmuspapier. Oh, ich glaube, ich mach mal die Fenster zu. Ja, was solltest du schützen? Dann können wir auch die Möbel vor der Sonne schützen. So ist es besser. Jetzt kann ich gar nicht mehr den Garten sehen. Nein, das können Sie nicht mehr. Philipp, möchten Sie was trinken? Sie trinken noch was. Also, ich weiß nicht so genau. Ich koche Tee. Tee, gute Idee. Ich komme mit, Papette. Und du, Liebling, machst Philipp mal einen Drink, was Richtiges, ja? Genau. Mach ihn einen Whisky. Sie trinken noch was. Es ist nur, dass ich immer nicht so genau... Oder sind Sie abstinent? Apfelsaft wie der da? Nein. Mach ihm mal was Richtiges. Und auch ein für Karl. Der sieht schon wieder so aus, als könnte er einen gebrauchen. Babette, Tee! Ja, also... Karl hat uns ja schon alles über sie erzählt. Oh. Ja. Was? Bitte? Was hat er über uns erzählt? Er hat erzählt, dass sie uns besuchen. Aha. Ich mache ihn mal ein bisschen. Warum sind die Vorhänge zu? Ach, die Idee hatte dein Vater. Aber es ist doch erst Nachmittag. Ach, die Sonne schien so auf die Möbel. Du weißt doch, wie pingelig er damit ist. So, hier ein bisschen für dich, Karl. Wo warst du? Und auch für sie, finde ich. Mich umziehen. Ich sollte doch einen guten Eindruck machen. Du trinkst schon wieder. Soll ich die Vorhänge wieder aufziehen? Bitte? Dein Vater möchte es nicht. Aber es ist doch so ein schöner Tag. Willst du, dass deine Mutter wieder rosa wird? Was? Das ist mein Vater. Oh, hallo. Besser als ich dachte. Wow. Bei dem Licht kannst du das gar nicht beurteilen. Was? Wir müssen uns beeilen, ich kann diese elenden Eltern nicht ewig da im Dunkeln sitzen lassen. Oh, wo wollen wir denn mit ihr hin? Was, erstmal ins Gartenhaus. Habt ihr das gehört? Wo? Ja, draußen im Garten. Ich hätte was gehört. Ja, das wird der Gärtner sein. Haben wir wieder einen Gärtner? Ja, gestern hat er angefangen. Kleiner Kerl mit großem Hut. Verdammt schwer zu bekommen. Großen Hut. Gärtner. Dann wollen wir ihn uns mal anschauen. Er ist sehr sensibel. Er mag es gar nicht, wenn man ihm bei der Arbeit zuschaut. Gestern hast du nichts von einem Gärtner erzählt. Hab ich vergessen. Hessen? Ein kleiner, sensiblen Gärtner mit riesigen Hut? Ich kann bei der Arbeit zuschauen. Oh mein Gott, die wiegt ja Tonnen! Ganz sicher, ich höre Stimmen. Ja, sicher, er führt Selbstgespräche. Ein sensibler Gärtner mit riesigen Hut für Selbstgespräche? Ja. Kein Wunder, dass er es nicht mag, wenn man ihm zuschaut. Nur, waren es zwei Stimmen? Oder haben wir wieder zwei Gärtner? Ach, wahrscheinlich hat er einen Freund dabei. Kalle, geh doch mal gucken. Ja, okay. Nein, Moment! Hast du ihn gesehen? Ja, ob du den Gärtner gesehen hast? Was ist los? Den Gärtner, er sammelt gerade ein wenig altes Zeug zusammen. Was zum Teufel geht da draußen vor? Kleine Besichtigungstour durch den Garten. Der Whisky scheint es in sich zu haben. Ich glaube, ich habe Visionen. Wovon sprichst du? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich schwören, eine Pastorin in einer Schubkarre gesehen zu haben. Wieso sollte die Pastorin in einer Karre sitzen? Kleine Besichtigungstour durch den Garten. Das musst du doch auch gesehen haben, Kalli. Kalli? Als du eben gerade aus dem Fenster geguckt hast, was hast du da gesehen? Hat er doch gesagt, den Gärtner.
Ja, den Gärtner. Riesenkerl mit kleinem Hut. Kleiner Kerl mit Riesenhut. Sehen Sie, Philipp, ein Irrtum. Oh, das wird sich gleich herausstellen. So, da sind wir wieder. Tee. Oh. Hat doch gar nicht lange gedauert, oder? Geht schneller, als ich dachte. Ja. Papi, darf ich jetzt die Vorhänge wieder aufziehen? Ist doch schade bei der Sonne. Welche Vorhänge? Ach so, die Vorhänge. Ja, natürlich, gute Idee. Sonne, komm. Du bleibst besser im Schatten. Ach, guck mal, sie ist weg. Wer? Ja, die Pastorin, die da schlief. Ja, also ich soll sie entschuldigen. Sie ist untröstlich, dass sie nicht mehr zum Tee bleiben konnte. Sie hätte sie gerne kennengelernt, Philipp, und sie natürlich auch, Elisabeth. Aber sie musste leider weg. In der Schubkarre? Was? Tasse Tee? Danke, für mich gerne. Linda? Nein, danke. Jana? Oh ja, wunderbar. Hat es ihr gefallen? Was? Wem? Der Pastorin. Die tue ich den Garten. Ah. Das ist schwer zu sagen. Sie wissen ja, die Kirche, die lassen sich nie was anmerken. Soll das heißen, die Pastorin war wirklich in der Schubkarre? Ja. Nur bitte, was ich gesagt habe. Wieso war sie in der Schubkarre? Naja, also ich bin da in den Garten, weil da lag sie ja. Kleines Nickerchen nach dem Essen. Das war aber auch ein tolles Essen. Oh, frisches Gemüse, Meerrettich, Zwiebeln aus dem eigenen Garten. Ja, und dann fragte ich mich, ob sie vielleicht einen Tee möchte, weil wir ja gerade welchen gemacht hatten. Verstehen Sie? Also fragte ich mich, frag sie doch mal, nett wie ich bin, ob sie einen möchte. Ja, und dann bin ich zu ihr hin und hab sie geweckt, weil sie ja schlief. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Frau Pastorin, habe ich gesagt, möchten Sie eine Tasse Tee? Das war sehr aufmerksam. Ja, vielen Dank, das denke ich auch, Elisabeth. Aber so bin ich nun mal, immer habe ich zuerst an die anderen gedacht. Und was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Ja, also zuerst hat sie mich 5-6 Sekunden lang angeschaut. Und dann hat sie gesagt, würde es Ihnen, und das werden Sie kaum glauben, also würde es Ihnen etwas ausmachen, mich ein bisschen in der Schubkarre umherzufahren? Und der Gärtner? Welcher Gärtner? Ja, der Neue, der gestern angefangen hat. Kleiner Mann mit Riesenhut. Kleiner Mann mit Riesenhut? Der da draußen. Ach, der jetzt draußen arbeitet? Ja, ja. Ach, ja. Ja, den habe ich nicht auch noch umhergefahren. Ja, wer zuerst malt, der kommt zuerst. Darf ich jetzt den Garten sehen? Wollen Sie das immer noch? Ja, ich liebe Gärten. Ich zeige Ihnen das Badezimmer. Ja. Oder die Küche. Tolle Küche mit allen Schikanen. Ich möchte lieber in den Garten. Oh, Babette, du kennst dich doch mit Blumen aus, oder? Dann zeige doch den Garten. Aber gern, mit Vergnügen, dann wollen wir mal. Und übrigens, haben Sie auch ein kleines Gartenhaus? Nein. Aber sicher, Papi. Ich bin nämlich sicher, dass ich das Gartenhaus schon von der Straße entdeckt habe. Ja, aber es ist nur ein klitzekleines, das lohnt die Mühe nicht. Ach, ich liebe Gartenhäuser, ob groß, ob klein. Ja, aber das ist nicht gerade einladend, was, André? Nein, das ist geradezu abstoßend. Der Gärtner, der macht das gerade sauber. Ich denke, der schneidet die Rosen. Vorher hat er die Rosen sauber gemacht und jetzt schneidet er das Gartenhaus. Ja, was da alles drin ist. Alte Stühle, Golfschläger, Gerümpel, überall. Oh, entzückend! Das muss ich sehen. Sie hören nicht auf, bevor sie nicht den letzten Winkel des Gartens durchstöbern. Tatsächlich? Ja. Babette, dann zeig ihr doch mal den Garten und fang ganz weit hinten an. Da ist es ja auch am schönsten.
Und ich gehe noch mal ins Gartenhaus und sag den Gärtner Bescheid, der soll sich beeilen. Dann könnt ihr nachher auch noch ins Gartenhaus. Okay. Na, dann kommen Sie mal, Elisabeth. Dann fangen wir mal beim Rindersporn an. Muss sie loswerden. Ja, wie soll ich sie denn loswerden? Denkt ihr was aus? Linda, warum zeigst du Karls Vater nicht mal das Haus? Vielleicht interessiert es ihn ja. Möchten Sie, Philipp? Na ja. Sicher! Ein schönes Haus. Davon bin ich überzeugt. Ja, dann sehen Sie es sich an. Linda, fang doch vielleicht bei den belüfteten Schränken an. Gut, wenn es dir so viel bedeutet. Sicher, das ist sehr schön. Gehst du nicht mit, Karl? Sie haben es getan. Was getan? Sie haben gesagt, Sie würden es tun und dann haben Sie es getan. Bitte? Wo haben Sie sie hingebracht? Ach so, ach du meinst die Leiche aus dem Teich. Ach, die haben wir erstmal ins Gartenhaus geschafft. Wir dachten, wir kümmern uns da später drum, wenn deine Eltern weg sind. Ich meine, Sie wollen doch sicherlich nichts davon wissen. Jedenfalls nicht bei Ihrem ersten Besuch. Ich habe nicht von der Leiche im Teich gesprochen. Haben Sie die Pastorin auch ins Gartenhaus gebracht? Die Pastorin? Die ist nach Hause. Ich habe sie gesehen. Sie war tot in der Schubkarre. Ach, bestimmt nicht tot. Kleine Besichtigungstour im Garten. Sie haben gesagt, sie würde sterben, wenn sie kommt. Und dann kam es genauso. Mir ist plötzlich so komisch. Was haben Sie denn? Aber die helle Sonne. Ich kann die helle Sonne nicht so vertragen. Soll ich Ihnen vielleicht ein Glas Wasser haben? Ich mache mal die Vorhänge zu. Wollen Sie vielleicht ein Glas Wasser haben? Oh ja, gute Idee. Ja, ja gut. Ich bin gleich wieder da. Bleiben Sie da. Bist du noch nicht fertig? Ja, sie ist hier um die Ecke. Ich wollte mal gucken, ob die Luft rein ist. Ja, Philipp und Karl bin ich losgeworden und die Vorhänge sind dicht. Beeil dich. Gut. Wo bringst du sie hin? Okay, ich denke auf den Komposthaufen. So, da bin ich. da bin ich wieder. Oh, danke, Karl. Sollte ich nicht doch meine Mutter holen? Was? Nein, mir wird es schon gleich besser gehen. Ja, aber nur meine Mutter, die kennt sich vielleicht mit... Nein, du bleibst hier! Was macht ihr da? Mir ging es nicht so gut. Da hat Karl mir geholfen. Und die Vorhänge? Die helle Sonne, ihr seid ja gerast. Ihr macht ja schnell. Also soll ich die Vorhänge jetzt vielleicht wieder aufmachen? Ja, ich glaube, das müsste jetzt gehen. Okay. Die Pastorin da draußen! Was? Genau, das ist der Beweis! Ich muss sofort. Was ist denn schon wieder? Kavi! Kavi! Ich dachte, du bist längst fertig! Mach so schnell ich kann! Kleine Besichtigungstour durch den Garten. Ja, aber das ist jetzt der Gärtner. Jetzt ist der dran. So ein großer Garten, der ist ja wirklich aufregend. Ja. Man weiß ja nie, was im nächsten Moment passiert. Sie müssen sich irren, das war nicht André. Er sah aber so aus. Nein, ich nehme an, das war der Gärtner. Ja, das stimmt. Aha, haben Sie ihn also auch gesehen? Ja. Gerade ist er vorbeigefahren. Na bitte, schob gerade die Schubkarre vorbei. Nein, wurde gefahren. In einer Karre. Wie bitte? Ja, der Gärtner war in der Karre. Zumindest hat André behauptet, es sei der Gärtner. In der Schubkarre? Mögen Sie den Garten? Er ist wunderschön. Aber das Gartenhaus habe ich immer noch nicht gesehen. Nein, das haben Sie noch nicht gesehen. Ich gehe da mal schnell abwaschen. Mami! Oh, Himmel, Sie entschuldigen mich einen Augenblick. Ich
Ich hab noch nie jemand in der Schubkarre umhergefahren. Der Rittersporn ist eine Augenweide. Er stimmt also? Was stimmt? Das mit der Pastorin. So, so. Ich weiß gar nicht, was du meinst. So verschläft keiner. Und ausgerechnet heute muss das passieren. Ausgerechnet dann, wenn Kallis Eltern zu Besuch sind. Reg dich nicht auf, Liebes. Das kann doch jedem passieren. Rausgefallen? Was? Der Gärtner. Ist er rausgefallen? Rausgestiegen? Ah. Ich hab's dir gesagt, Fred, alter Junge, ich kann dich nicht auch noch den ganzen Weg jetzt wieder zurückschieben. Ja, und dann ist er wieder ausgestiegen. Guter Kerl, ist jetzt auf dem Komposthaufen. Ich möchte nicht länger hier bleiben. Was glaubst du denn, ich? Die sind noch nicht ganz dicht. Wir sind wirklich vom Pech verfolgt. Ja, das stimmt. Was macht Kalli überhaupt? Er ruft die Polizei an. Er kann ja damit nicht warten, bis die Eltern weg sind. Genau. Das sage ich ihm jetzt. Kalli! So. Ach, ich bin untröstlich. Wir haben Sie schrecklich vernachlässigt. Möchten Sie jetzt den Rest des Gartens sehen? Nein, wir müssen fahren. Oh, das ist aber schade. Ja, irgendwann muss es ja mal sein. Oh, Karls Eltern müssen uns leider schon verlassen. Ist das nicht schade? Ich hole meine Tasche. Ja, aber trödel nicht rum. Ich kann ihn nicht finden. Wen? Ja, den im Gartenhaus, den Fernsehmechaniker. Der war da, aber jetzt ist er weg. Ja, und wo ist er jetzt? Ja, keine Ahnung. Er war ja da drin, aber jetzt ist er weg. Ich wollte ihn rausholen. Also wir sind dann weg. Wieso? Ich dachte, Sie wollen noch ins Gartenhaus. Nee, das geht leider nicht. Heißt das, wir haben den ganzen Trubel hier umsonst veranstaltet und Sie werfen sich mal einen Blick rein? Ein anderes Mal. Philipp, vielleicht nur noch das Gartenhaus. Mensch, halt den Mund in deinem blöden Gartenhaus, komm! Na ja. Merkwürdiges Benehmen. Ach, hätten wir gewusst, dass die früher abdampfen, dann hätten wir uns den ganzen Ärger erspart. Ja, allerdings. Ich glaube, ich rufe mal die Polizei an jetzt. Ach, das macht Karl schon. Ja, gut. Ja. Kallis Eltern sind gerade weggefahren. Ja. Ich hab's gesehen. Und sie haben noch nicht mal auf Wiedersehen gesagt. Ja. Ungehöriges Benehmen. Ja. Hab ich da eben dein Auto gehört? Ja. Philipp und Elisabeth sind schon gefahren. Oh Mann, da hätte ich mir den ganzen Ärger sparen können. Welchen Ärger? Na, mit dem Fernsehmechaniker. Ich habe ihn auf die andere Schubkarre geholt. Ach, du warst das? Ich habe mich schon gewundert, wo der bleibt. Ja. Und wo hast du ihn verstaut? Naja, ich habe mir gedacht, der sicherste Platz ist im Kofferraum deines Wagens. Ah, gute Idee. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, da liegt er auch sehr bequem. Ich habe ihn eure schöne Reisedecke übergelegt. Welche schöne Reisedecke? Na, die rot-grüne aus dem Kofferraum. In welches Auto hast du ihn gelegt? In deiner roten Limousine. Die rote Limousine gehört Philipp. Ja, Philipp und Elisabeth haben einen blinden Passagier an Bord. Lass mir die Züge jetzt sehen, wie der den Kofferraum aufmacht. Ja. Stell dir mal sein Gesicht vor, wie der versucht, ihn wieder loszuwerden. Polizeihauptmeister Speidel ist dann jetzt in der Diele. Ja, dann bring ihn noch raus. Oder rein. Ich habe ihm alles von der Pastorin und dem Fernsehmechaniker erzählt. Gut. Und dann hat er mir alles von den anderen erzählt. Wie meinst du das? Aber du weißt doch schon alles von den anderen. Ja, wir haben sie doch erzählt. Ja, ich dachte nur, also ich wusste ja nicht, dass das alles nur Unfälle waren. Was? Ja, ich dachte, sie hätten die alle... Du dachtest, wir hätten die alle... Hast du das gesehen? Er dachte, wir hätten die alle... Also, Kalli, du tickst doch wohl nicht mehr ganz richtig. Naja, vielleicht war das alles irgendwie
Sie. Ein großes Missverständnis. Ja, aber jetzt hast du mit Polizeihauptmeister Schweigen gesprochen und jetzt glaubst du uns. Ja, ganz sicher. Es ist schön, dass du uns glaubst. Nicht wahr, Liebling? Schön, dass er uns glaubt. Gewiss. Gewiss. Ja. So sollte ich das denn nicht? Das ist deine Sache. Ganz allein deine Sache. Wie meinen Sie das? Nein. Also wenn du zufrieden bist, dann ist ja alles in Ordnung. Ich verstehe nicht ganz. Es waren doch alles Unfälle, oder? Was denkst du denn? Boah.